Der Bundestag hat heute den Weg für einen schnelleren Ausbau erneuerbarer Energien freigemacht. Verabschiedet wurde ein Gesetzespaket mit dem Ziel, den Anteil von Wind, Wasser und Sonne bei der Stromerzeugung deutlich zu erhöhen, von derzeit knapp 50% auf 80% Ende des Jahrzehnts. Wirtschaftsminister Habeck betonte die Bedeutung von Energiesicherheit in Zeiten des Ukraine-Krieges. Sie sei sicherheitsrelevant für Deutschland. Feierlaune bei den Grünen. Die Gesetze zum Ausbau erneuerbarer Energien sind durch. Bis 2030 sollen 80% der Stromversorgung zum Beispiel aus Wind- oder Solarenergie stammen. Kritik daran lässt der Wirtschaftsminister am Morgen nicht zu, sieht Fehler bei seinen Vorgängern. Kein Plan, kein Überblick, aber sagen, das, was wir jetzt machen, ist Schönwetterpolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, buchstäblich steht Deutschland im Regen. Hätten wir diese Pakete vor 10 Jahren durchgezogen, wir würden ganz anders heute dastehen. Dass für die Energiesicherheit in Zukunft auch Kohlekraftwerke länger laufen könnten, stößt auf Kritik bei der Union. Es ist schon bemerkenswert, dass an dem Tag, an dem Sie die Kohlekraft, die Ihre Partei über viele Jahre als schmutzig bekämpft hat, wiederbelebt. Die Union schlägt stattdessen eine längere Laufzeit von Atomkraftwerken vor. Die Ampel ist dagegen. Auch geplant der Ausbau von Windkraftanlagen, ein verbindliches Flächenziel für die Bundesländer von 2%. Die Linkspartei will einen Bonus für Kommunen. Für jede erzeugte Kilowattstunde Windstrom erhalten die Anliegerkommunen 0,5 Cent ausgezahlt. Das ergebe ca. 20.000 Euro pro Windkraftanlage und Jahr für Schulen, für Kindergärten, für Feuerwehr in den Gemeinden. Die AfD warnt vor den Windkraftanlagen. Und es handelt sich hierbei eben nicht um romantische Windrädchen, sondern um Monsteranlagen mit einer Gesamthöhe von über 240 Metern. Das ist ungefähr so, wie wenn man auf dem Kölner Dom einen Propeller mit 160 Metern Durchmesser anbringen würde. Der Bundestag stimmt auch über Maßnahmen ab, um Energieunternehmen vor einer Pleite retten zu können.